Der neue Shop kommt jetzt hier in ganz genau 11 Sekunden. Falls ihr das Video von gestern verpasst haben solltet, dann schaut euch das Ganze gerne an, denn da sind ein paar interessante Neuigkeiten dabei. Ich habe ganz ehrlich keinen Plan, was heute in den Shop kommen wird. 1-0. Ich denke aber nichts Neues. Okay, ich hatte sogar recht, es ist nichts Neues heute im Shop. Aber eventuell, ich weiß es ganz ehrlich gar nicht, vielleicht eine so halbwegs seltene Sache, und haut gerne nebenbei auf den Abo-Button. Danke für euren Support. Das war mal übrigens die seltenste Spitzhacke, meine ich. Naja, ist jetzt nicht mehr selten, das Bundle ist ganz okay. 1000 V-Bucks müsste ich zahlen, lohnt sich für mich nicht. Einmal hier Spitzhacke. Die geht so, geht. Gleiter ist ganz in Ordnung. Der ist okay. Und einmal hier, den Skin finde ich sogar am besten vom Set. Den fühle ich, ist ein Schwitzer-Skin. Alles einzeln kaufbar, 1,2. 800 ist okay. 1,2, schade halt ohne Backbling. Und einmal 800 V-Bucks. Was gibt es hier ansonsten noch im Shop? Der zweite Bereich. Ist hier irgendwer gejoint? Es hat sich irgendwie so angehört, als ob irgendwer gerade gejoint wäre. Ah, sogar öffentlich. So, schauen wir uns mal kurz den Rest an. Victoria ist kein schlechter Skin, muss ich sagen. Gefällt mir. Einmal mit Hut, oder wie heißt es nochmal? Es hat irgend so einen Namen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das so einen Namen hat, aber ich glaube irgendwie schon. Schreibt mir den Namen in die Kommentare, falls ihr wisst, was ich meine oder wie das heißt. Spitzhacke. Hat einen nicen Sound, aber leider doppelhändig. Fühle ich leider nicht so. Taxifahrerin für 800 chillig und zwei Stile. Der zweite Stil gefällt mir da deutlich besser. Schmeckt. Spitzhacke. Geht so. Also geht, aber für den Preis zwei Stile ist dann wiederum okay. Die ist auch nicht schlecht. Die gibt es auch in zwei verschiedenen Stilen. Heute sind echt coole 800 V-Bucks-Skins im Shop, muss ich sagen. Und nichts mehr. Heute ist es aber auch ein schnelles Shop-Video. Okay, krass. Leviathan. Ich glaube, das war mein zweiter Skin, den ich mir in der Season 4 gekauft habe. Habe ich aber dann ganz schnell wieder zurückgegeben. Cloaked Shadow ist sehr heftig. Vor allem das Backbling, sehr chillig animiert. Die Lackierung, was kann die? Die ist nice, oha. Aber auch hier wieder, warum nicht über die ganze Waffe gezogen? Es würde so heftig aussehen, wie hier fast. Hier noch ein bisschen Farbe hier und es wäre perfekt. Aber so würde ich sie mir jetzt nicht kaufen. Das könnte eventuell ein bisschen selten sein. Ich schaue mal ganz kurz nach für euch, was denn heute so seltenes im Shop ist. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Also, ich skippe mal ganz kurz das Emote. So, wir haben heute, oha, aua, wir haben tatsächlich nichts Seltenes heute im Shop. Einfach nichts Seltenes. Aber ich kann euch mal ganz kurz einen kleinen Teaser zeigen, den Fortnite gerade gepostet hat. Okay, zu den neuen Skins, zumindest zu den alten Skins, die heute im Shop zurückgekehrt sind. Und zwar ganz genau das hier. Das hat Fortnite gepostet. Könnte das ein Teaser sein? Eventuell kommt Renegade Raider und Ariel wieder in den Shop, glaube ich aber nicht. Ganz genau hier werden die angeteasert. Das müsste aber auch ein gut seltener Shop-Skin sein. Das sind ja eh keine Skins, die eigentlich wieder zurück in den Shop kommen sollten, soweit ich verstanden habe. Und das auf der rechten Seite sind auch Shop-Skins. Okay, sehr, sehr komisch, aber das ist hier somit der Teaser für diese zwei Skins, die heute zurück im Shop sind. Ansonsten Instinct, ja, fühle ich jetzt nicht so, muss ich sagen. Aber für 1,2 eigentlich ganz okay. Jazz-Henne, chilliges, 200 V-Bucks-Emote. Und das war es dann auch hier schon mit dem Shop-Video. Vergesst nicht, meinen Code einzutragen. Und dann beende ich hiermit das kurze Shop-Video.